So, eigentlich hat mein Kopf gerade gesagt, ja, nee, geh dir erst noch das Stativ holen und bla, wenn ich jetzt, ist die Idee wieder weg und so. Warten Sie mal. Immer anders. Ich habe nämlich trotzdem keine Lust, das die ganze Zeit zu halten. Aber, Tito, bitte. Es kommt jemand nach Hause. Der schwule Gärtner mit seinem Freund. Ja, ich habe hier gerade einfach noch mal die Kamera angemacht, weil ich gerade voll Bock drauf hatte. Und mir so dachte, so, mach doch mal eine Sendung, chill mit mir. Ich habe zwar gar nicht so kiffen, aber tun wir mal einfach so. Geht ja auch ohne, ne? Das ist nämlich, vielleicht geht es auch genau in dieser Sendung mal darum. Weil da in der letzten Zeit viel über mich gesagt wurde, von mir selber, von anderen, also über Bauchi halt, ne? Was mich irgendwie dazu veranlasst, gerade mal einfach noch mal eine Chill mit mir Sendung zu machen zum Thema, was bedeutet denn eigentlich Chillen für mich genau? Ich hoffe, ihr hört was von der Musik, fällt mir gerade auf. Zirpende Grillen und so. Hintergrundatmo, ja. Ja, ich fange das Ganze mal so an, dass ich sage: Hallo und herzlich willkommen aus dem Hier und Jetzt. Ne, weil es hier eh eine Zeitreise, weil Hier und Jetzt ist ja immer, weil das, was ich hier und jetzt sage, hörst du hier und jetzt. Danke hier auch nochmal, liebe Grüße an den Rubin. Und ganz, ganz spezielle liebe Grüße gerade an die Tanja. Und die Tanja weiß warum. Von Herzen. Alle anderen grüße ich natürlich auch. Für jemand ganz Speziellen habe ich gerade 50 Minuten Privatsendung gemacht. Und das ist das, was für mich Chillen ist. Alles, was ich tue, in Ruhe zu tun. Das wird mir sehr oft, oder es wird im Bauchi, ich spreche jetzt tatsächlich mal als jemand anders als der Bauchi. Ich bin ja nicht nur der Bauchi. Ich bin ja tatsächlich doch um einiges mehr. Vor allen Dingen etwas Beobachtendes. Dass der Bauchi als etwas in sich bezeichnet, das gerade durch Bauchi spricht. Ich habe vor ein paar Tagen ein anderes Video hochgeladen, auf das ich hier gerade verweisen möchte und direkten Bezug darauf nehmen. Das Video heißt Die unsichtbare Zielscheibe und ich lese darin eine kleine Geschichte vor.
Eigentlich, weil es ja eine Chill mit mir Sendung ist und hier Zeit gerade keine Rolle spielt, weil wir uns im Hier und Jetzt befinden und ne, wenn du es dir anguckst, wirst du deine Gründe dafür haben. Ich lese einfach gerade nochmal vor, weil ich es ja echt nicht lang. Knapp über 2 Seiten. Die unsichtbare Zielscheibe. Als Meister Kenzo Awa erklärte, die Kunst des Bogenschießens bestehe darin, den Pfeil ohne eine Fixierung auf Erfolg, ja ohne zu zielen, losschnellen zu lassen. Und wenn ich es hier jetzt schon so vorlese, dann machen wir es richtig. In diesem einen Satz ist schon die Essenz dessen, wovon ich heute reden möchte. Dass die Kunst des Bogenschießens darin besteht, den Pfeil ohne eine Fixierung auf Erfolg, ja ohne zu zielen, ist Wuwei, ist Tantra, ist Handeln ohne Hintergedanken. Wer meine letzten Videos verfolgt hat, wird wissen, wovon ich rede. Als er das also erklärte, konnte sein europäischer Schüler Harrigal sich die Bemerkung nicht verkneifen, nun, dann müsstet ihr doch auch mit verbundenen Augen schießen können. Es gibt Leute, die müssen immer für alles einen Beweis haben, aber so hat das ja gelernt. Das ist übrigens, das ist unser Verstand, der ist so programmiert, braucht man sich überhaupt nicht, kann man auch chillen, chillen. Und das heißt nicht, setz dich mit deinem fetten Arsch auf und sei faul irgendwie, sondern mach das, was du tust, in Ruhe, beobachtend. In Ruhe und beobachtend, wie meditativ. Mir sagen die Leute, ich soll mal wieder was mehr meditieren. Und ich sage, was meint ihr mit, ich soll da hinsetzen, mich im Schneidersitz und Om sagen und letztendlich auch keine Ahnung zu haben, was irgendjemand anders unter Meditation versteht und wer es denn jetzt eigentlich richtig macht und was man so, und jeder seine eigenen Gefühle dabei hat und seine eigenen Erfahrungen, was weiß ich, was, also die ganze esoterische Laberei und diese ganze Spiritülle, Laberei geht mir inzwischen echt sowas von auf den Sack, weil sie sowas von alles nur kaputt redet. Das ist echt so, das ist wieder typisch philosophisch, ne? Oh, Hauptsache nicht mal was machen. Ja, da konnte man gerade, jetzt mal einfach, da war es mir gerade dienlich, mein Ego mal einfach kurz schnellen zu lassen. So, ich brauche mich jetzt nicht ewig weiter darüber aufzuregen. So, und hab das am Anfang gehört. Ah, ja, komm. Ich beobachte mich selber, also den Bauchi, genauso wie ich alles andere auch wahrnehme, beobachte, was ich wahrnehme. Ist ja alles in meiner Wahrnehmung, ist ja mein Film. Ja? Und Wahrnehmung ist sehr selektiv. Also muss ich keine Angst haben, dass ich irgendwas verpasse. Und kann tatsächlich einfach sein. Und das ist für mich chillen. Als ich letztens 4 Tage auf der Baustelle gearbeitet habe und so, dass ich hinterher wirklich auch echt Muskelkater hatte, oder der Bauch Muskelkater hatte, und ich auch echt gespürt habe, dass wohl etwas durch mich geschehen sein muss, weil es war ja eine Veränderung da, habe ich aber trotzdem den ganzen Tag gechillt. Ich habe auf der Arbeit, auf der Baustelle gechillt. Und das hätte ich mir auch von niemandem nehmen lassen, sonst hätte ich mich auf der Baustelle nicht aufhalten. Wenn ich in Hektik oder Stress verfallen wäre, hätte ich mich auf der Baustelle nicht aufhalten können. Aus Selbstrespekt und Selbstliebe schon. Aber ich habe da trotzdem gechillt. Und nicht auf dem Arsch rumgesessen dabei, sondern es ist tatsächlich etwas durch mich passiert. Etwas hat in mir agiert. Und ich habe das alles angeguckt und irgendwann ging die Sonne wieder unter und dann war das Tageswerk geschehen. Und so ist das eigentlich jeden Tag bei mir. Weil ich meditiere quasi, weil ich alles, was ich mache, meditativ mache. Auch dieses Video gerade. Ich mache gerade irgendwie aktiv was und trotzdem geschieht, dass ich, das kommt aus etwas aus mir raus. Und Worte formen sich und ergeben dieses Video und dann, hä? Aber ich mach doch gerade gar nichts. Ich hab heute, keine Ahnung, der Bauch hier hat heute den Pool sauber gemacht, das Badezimmer sauber gemacht und wirklich mit Hingabe und mit Essig den Kalt weg
Und auf einmal war das Badezimmer fertig und ich habe noch gar nicht angefangen, ich bin auch gar nicht in Stress verfallen. Ich musste das nicht tun. Mir war einfach danach. Und ich habe nicht hinterfragt, warum oder sonst was. Ich habe es einfach gemacht und hatte meine Melodie im Kopf. Lalala, wenn ihr nur wüsstet, wenn ihr nur wüsstet, wie simpel dieses Leben ist. Den ganzen Tag hatte ich das im Kopf. Danke an den Thomas, den ich hier auch nochmal herzlich grüßen möchte, an die Katie, und mich für dieses wunderschöne Wochenende im Aigiland bedanken möchte. Es ist immer toll mit euch. Ich habe euch voll lieb. Großer Lehrer. Der Thomas. Ach, ist das immer gut, den um sich rum zu haben. Wenn man auf dumme Gedanken gekommen ist, und der erinnert einen immer wieder daran, wie es geht. Wie man sich einfach einen Tag nicht versauen lässt. Wie man seinen Humor immer beibehält. Und er hat mir 4 Töne mitgegeben. Die hallen immer noch nach, Alter. Bim, blim, bim. Ja, der Meister der Ukulele. Hättet ihr hören müssen. So. Also der Harrigal kann sich halt nicht verkneifen, zu fragen, dass er mit verbundenen Augen schießen will. Eine Weile ließ der Meister seinen Blick auf seinem Schüler ruhen, um sich dann für den Abend mit ihm zu verabreden. Es war bereits Nacht, als Harrigal in den Dojo gebeten wurde. Der Meister lud ihn zunächst zum Chanoyu ein, der Teezeremonie, die er selbst zelebrieren wollte. Das ist halt eben nicht unüblich, weil damit stimmt, das ist quasi sein... Okay, hier kommen wir auf jeden Fall jetzt ganz bewusst wieder ins Hier und Jetzt und machen nichts mehr. Gucken jetzt einfach nur, was passiert. Wie gesagt, den Zustand kenne ich vom Tätowieren und nicht nur von da. Ohne ein Wort zu sagen, bereitete der Meister sorgfältig den Tee zu und servierte ihn mit unendlicher Sanftmut. Jede Bewegung war von einer Genauigkeit und Schönheit, wie sie nur aus höchster Konzentration resultieren kann. Als ich heute gespült habe und den Pool sauber gemacht habe und das Badezimmer, konnte ich mich genau dabei beobachten, wie ich genau das getan habe. Am besten noch mit Hüftschwung. Einfach um dem... Ne? Anderes Buch hier, Secasaneda, die Lehren des Don Juan. Und der Don Juan sagt immer, Alter, der Tod steht die ganze Zeit links hinter dir und guckt dir die ganze Zeit bei deinem letzten Tanz zu. Es liegt an dir, wie dein letzter Tanz ausgesehen haben soll. Das sind dann so Gedanken, die ich dann auch im Kopf habe, die hiermit für mich einhergehen. Einfach nur eine andere Terminologie, anders ausgedrückt, aber eigentlich genau das Gleiche. Ich sage es in meinen Worten heute einfach so, ich möchte einfach durch jeden Handschlag, den ich tue, dass die Welt um mich herum schöner wird. Dafür male ich hier gerade diese Dinger, weil sie helfen, so bescheuert wie es klingt, aber die Leute finden sie schön und ich kriege so ein schönes Feedback darüber, dass ich auch einfach weiß, okay, das hat einfach seine Wirkung, die wirken nicht auf mich nur so, so wie man sich fühlt, wenn man gerade sich in eine warme Badewanne gesetzt hat, die absolut perfekte Temperatur hat und dann auch noch eine Badewanne, die groß genug ist, dass die Traumfrau auf der anderen Seite noch sitzen kann. So. Daran erinnere ich mich. Ne? Das ist Wohlfühlen. So, und das ist bei mir etwas, was ich doch über einen sehr großen Teil meines Tages inzwischen sehr gut gehalten bekomme. Und das sind ganze Tage, die das anhält. Und mitunter Wochen und Monate. Und nachdem ich jetzt nochmal kurz raus war, habe ich den Eindruck, so langsam habe ich einen Dreh raus. Kommen wir zurück zur Geschichte. Ich finde das geil mit der Zeitlosigkeit, ne? Jedenfalls, ne, ich sage den letzten nochmal, um da wieder zurückzukommen, was ich auch gerade erklärt habe. Jede Bewegung war von einer Genauigkeit und Schönheit, wie sie nur aus höchster Konzentration resultieren kann. Tanze deinen Tanz. Jeden Moment. Tanze. Tanze das Leben. Liebe Grüße an Sassels Puffels. Na, wie geht's dir, Naruba, Schatzi? Alles klar? Geil. Finde ich schön, dass du gerade mit mir chillst.
Ich weiß, dass du es tust. Jetzt. In deinem Jetzt. Geil, ne? Zeit ist relativ. So, dein Jetzt, mein Jetzt. Mein Zeitempfinden, dein Zeitempfinden. Das ist auch gar nicht so schwer, die Relativitätstheorie zu verstehen, was Einstein da eigentlich gesagt hat. Du und alle müssen wir erstmal Physik für studieren. Meine Fresse. Ne? Die beiden Männer schwiegen, um die Feinheiten des harmonischen Rituals genießen zu können. Ich schweige auch gerade. Der Bauchi schweigt gerade. Der Bauchi hört zu. Ob man das jetzt glauben will oder nicht. Aber der Bauchi hört gerade, weil dafür hat der Bauchi gerade die Kamera angemacht, weil er sich genau das geben wollte. Was passiert, wenn er jetzt einfach laufen lässt? Das hier. Und der Bauchi macht gerade gar nichts. Außer zugucken und genießen. Und nichts. Alles was anderes in dem. Ein Moment der Ewigkeit, wie man in Japan sagt. Der Moment der Ewigkeit. Ne? Weil es ist ein Moment der Ewigkeit, aber den kann man eigentlich permanent fühlen. Gefolgt von seinem Schüler durchquerte der Meister dann den Dojo, um sich am Eingang der Schießhalle aufzustellen. Die Halle war düster und die Zielscheiben waren, in 60 Meter Entfernung, nur schemenhaft zu erkennen. Auf Anweisung seines Meisters ging Harrigal nun, ohne ein Licht anzuzünden, an das andere Ende der Halle, um eine Zielscheibe vorzubereiten. Bei seiner Rückkehr aus dem Dunkel des Raumes fand er seinen Meister bereit für die Zeremonie des Bogenschießens. Nachdem er einen Gruß hin zu seinem unsichtbaren Ziel entrichtet hat, also auch ohne verbundene Augen, aber dunkle Halle, es ist das unsichtbare Ziel, er kann gerade auf jeden Fall nicht anvisieren, in dem Sinn. Als schwebe der Meister geradezu über dem Boden. In ihrer Langsamkeit und in ihrem Fluss glichen seine Bewegungen denen des Rauches, wie er sanft vom Wind sich tragen lässt. Oh, ich liebe es, mich so zu bewegen. Es ist einfach wie ein Tanz. Es ist wie Jazz Dance oder Hip-Hop oder sonst was. Es ist einfach nur Tanze. Beweg dich, als wärst ein Baum, der vom Wind bewegt wird oder ein Blatt. Ich bin ein Blatt im Wind. Entschuldigung. Die Arme hoben und senkten sich, der Bogen spannte sich langsam, bis plötzlich der Pfeil davonschnellte und in der Dunkelheit verschwand. Der Meister blieb regungslos, die Arme ausgestreckt, als wolle er seinen Pfeil im Geist zu seinem unbekannten Bestimmungsort begleiten, den Vorgang auf einer anderen Ebene fortsetzen. Den Vorgang. Habe ich mich das letzte Mal auch schon verlesen? So. Habe ich mich gerade überhaupt verlesen? Ich weiß nicht. Ich war gerade wieder im gleichen Moment. Das kann man leider nicht sagen. Das ist geil. Das ist richtig geil. Einfach zwischendurch. Regelrecht den Verstand verloren zu haben. Weil mein Verstand hilft mir, ist genau das, was gerade ausfällt, mir nicht weiterhilft. Ich weiß gerade nicht, ob ich mich. Kann, ich müsste das jetzt selber nachlesen, nachgucken. Ist doch scheißegal. Aber diese Sachen fallen dann alle auf, wenn man beobachtet. Krass, ne? Wie ein Film. Von morgens bis abends gucke ich den Film, der vor meiner Nase abläuft. Nichts anderes tue ich. Gar nichts. Das ist der geilste Film, der mir überhaupt hier untergekommen ist. Und spannend. Und es gibt, ne, und da gibt alle anderen Filme, die ich gucke, sind Teil dieses Films. Aber wenn der Film dann zu Ende ist, dann gucke ich trotzdem den Film weiter. Verstehst du? So. Dann tanzten Pfeil und Bogen erneut in seinen Händen. Ein zweiter Pfeil pfiff davon und wurde von der Nacht verschluckt.
Harrigal konnte es kaum erwarten, die Halle zu beleuchten und nachzusehen, wo die Pfeile gelandet waren. Den ersten fand er ins Zentrum der Zielscheibe gebohrt. Die zweite steckte dicht daneben, ein wenig abgelenkt vom ersten, den er berührt hatte und dessen Bambusschaft der Länge nach aufgerissen war. Ausrufezeichen. Begeistert kehrte Harrigal mit der Scheibe in den Händen zurück, um den Meister zu seinem Erfolg zu gratulieren. Dieser jedoch antwortete, und deswegen habe ich das Buch jetzt gerade nochmal rausgepackt, ne, das Lob gebührt nicht mir. Das ist die direkte Erklärung auf Harrigals Frage. Ja, dann müssten sie ja bla bla bla. So, ne, er hat es am Anfang eingehend schon erklärt. Ich bin ohne Aufsicht auf Erfolg. Ich ziele nicht. Sondern das Lob gebührt nicht mir, das konnte nur gelingen, weil ich etwas in mir agieren ließ. Dieses Etwas gab den Pfeilen die Kraft, sich des Bogens zu bedienen, auf das sie sich mit dem Ziel vereinigen. Gott, das ist für mich, wie, als würde man von meinen Tattoos reden. So wie ich sie wahrnehme. Das ist immer das Gleiche. Wenn ich ein gutes Tattoo gestochen habe, dann ausschließlich, weil ich mich für eine gewisse Zeit so in Trance versetzt habe, dass ich überhaupt gar nicht in der Lage war, irgendwas zu tun, sondern einfach nur meinen Augen blinken und zack, und dann sehe ich da den nächsten Schritt. Ach, dann muss man dafür in die Farbe, und da brauche ich überhaupt nicht nach, das tut sich alles von alleine und ich sehe diese Kreation jedes Mal vor mir. Und da erzählen mir Leute was von 6 Monate anhaltenden Winter in Deutschland letztes Jahr und vorletztes Jahr. Und ich so, sorry, ich habe das überhaupt gar nicht mitbekommen, weil ich in dem Winter viel tätowiert habe und die ganze Zeit Farbe um mich rum hatte. Diese erstaunlich, bla, das brauchen wir nicht mehr. Ne, hat da hier so eine Quellangabe. Das ist jedenfalls genau das, worüber ich heute mit euch reden wollte. Und das jetzt auch, glaube ich, sehr ausgiebig getan habe. Und ja. Ne? So ist halt. Ja. Ich bin froh, dass ich jemanden habe, der mich immer wieder daran erinnert, dass ich einen Quatschkopf habe. Danke auch an dieser Stelle. Ja, ich habe einen Quatschkopf und ich habe den in der letzten Zeit ein bisschen vergessen. Ich habe aufgehört, dieses komische, wirre Zeug zu reden, das man vom Bauchi gewöhnt ist. Ich habe auf einmal seriöse, ernste... Aber es hatte alles seinen Sinn. Ne? Ich würde das ja gerade nicht sagen können und mir der bewusst und mir mit der Gewissheit darüber auch bewusst sein, dass ich einen Quatschkopf habe und dass es auch richtig so ist und gut und dass es mir, solange ich den Quatschkopf auch einsetze, mein Leben halt ein lustiges ist und ein schönes und ein angenehmes, das ich gerne lebe. Ja, da ist ja der gute Humor, den man am besten, egal wo man hingeht, egal, alles andere kannst du vergessen. Du kannst deinen Schlüssel vergessen, dein Handy, du kannst alles zu Hause irgendwie vergessen, ist alles nicht schlimm. Aber vergiss nicht deinen Humor. Wenn du deinen Humor vergisst zu Hause, dann, verdammte Hacke, können echt miese Sachen passieren. Aber wenn du deinen Humor in der Tasche trägst. So, und die Dinger könnt ihr euch selber machen. Ihr braucht ihr nicht einen Original-Bauchi für. Finde ich toll. Ich verkaufe die für 1 Euro. Und ja, ganz nett. Aber hey, ihr braucht noch nicht mal dieses Grinsen da drauf. Nehmt euch einen Stein in die Hand und sagt, du bist mein Humor. Und ich trage dich jetzt so lange da mit mir rum, bis ich dich nicht nie wieder irgendwo vergessen kann. Weil du, selbst wenn ich dich mal vergessen habe, trotzdem bei mir bist. Weil egal was, beobachtet es selber, egal was passiert und egal wann, wenn ich in der Lage bin, es mit meinem Humor zu empfangen, das kann auch ein Galgenhumor sein, aber der wird mir immer helfen, nichts Schlimmes zu erleben.
Und das ist echt so eine Sache, die mir mein Leben sehr, sehr viel chilliger gemacht hat. Man darf nicht immer alles so zu ernst nehmen. Ernst nehmen, ja, aber nicht zu ernst. Das ist, dann kippt das Leben in eine unangenehme Richtung. Das ist simple Logik. Hier, den schenke ich euch. Ich schenke euch etwas, was euch immer an euren Humor erinnert, damit ihr das morgens mit in die Tasche stecken könnt und es ganz bewusst mitnehmen. Macht euch eine Kopie davon, in irgendeiner Form, die für euch ausreichend ist. Malt euch hier ein Herzchen drauf. So, ne? Das Leben ist tatsächlich so einfach. So einfach, dass man, wenn man gewohnt ist, normal kompliziert zu denken, es nicht begreifen kann, weil man nicht sehen kann, wie einfach es ist. Aber ich schwör's euch, es ist so einfach. Und ich habe halt jetzt vor allen Dingen auch die Erfahrung gemacht in den letzten Tagen, dass ich mit immer mehr Leuten immer offener darüber reden kann. Und das war so, glaube ich, auch mit auch der Grund, warum ich jetzt gerade einfach in genau der Schwingung, in der ich gerade war, in der ich halt eben auch mit Christina eben gesprochen habe, mit euch auch einfach gerade sprechen, weil so möchte ich mit euch sprechen. Mit jedem, am liebsten, immer chillig, stressfrei. So, jetzt kann ich auch sagen, ich habe chillig gesprochen, aber man kann ja auch wirklich beim besten Willen nicht behaupten, ich hätte nichts gesagt gerade, oder? Also selbst wenn man überhaupt keinen Sinn in dem, was ich, also, ne? Aber wir haben wenigstens gesprochen. Und dabei habe ich überhaupt nichts getan. Ich, Bauchi, habe überhaupt nichts getan. Ich bin nur ein Avatar, eine Spielfigur. Ich bin das, was die meisten von euch vom Bildschirm kennen, wenn sie Xbox zocken. Das Männchen, was da rumläuft, das bin ich, das ist Bauchi. Und ich habe noch andere Avatare, ich kann noch zwischendurch andere Leute spielen, aber das ist eigentlich so mein Hauptavatar, den ich benutze. Wie ich den spielen lasse. Das ist halt auch alles, ne? Das folgt alles einer gewissen Logik. Und deswegen kann niemals irgendetwas anderes passieren als das, was passieren muss. Weil es erlebt werden will. Und wir laufen alle unserem Interesse hinterher. Jeder Einzelne. Weil Wahrnehmung selektiv ist und wir es überhaupt gar nicht anders können. Und deswegen ist meine Haupttätigkeit am Tag tatsächlich geworden, nichts zu tun. Vor allen Dingen nicht, um etwas damit zu bewirken, ohne Hintergedanken und dabei staunend zuzusehen, wie viel dennoch. Staunend deswegen, weil ich mich selber überhaupt nicht Erwartungen ausgesetzt fühle, kein Hintergedanken, sondern einfach staunend dann daneben sitzen, was alles trotzdem passiert durch Bauchi. Wie sinnvoll, also, das interessiert gerade mal nicht. Was andere Leute darin sehen, ist gerade völlig irrelevant. Ich spreche gerade von meiner Wahrnehmung und wie ich sie wahrnehme, weil ich überhaupt gar nichts anderes kann, wie jeder andere von uns auch. Deswegen Streit eigentlich ab hier völlig obsolet ist, weil er überhaupt keinen Sinn macht. Weil jeder, der streitet, einfach nicht begriffen hat, dass, wenn immer die Fresse aufmacht, um dem anderen was zu sagen, nichts anderes tun kann, als seine Realität wiederzugeben. Und hat dabei völlig vergessen, dass das definitiv nicht die einzige ist. In jedem unserer Köpfe steckt eine andere Realität. Und es macht Sinn, anzufangen zuzuhören, was die anderen sagen, ohne dabei dann zu urteilen und so, einfach zuzuhören.
Das reicht vollkommen. Das reicht vollkommen, um im jeweiligen Hier und Jetzt alle Informationen zu haben, die ich brauche, um dafür zu sorgen, um zu sehen, ah, guck, jetzt musst du dich so verhalten, dann kommst du da rum. In der letzten Runde hat der dich noch kaputt gehauen. Durftest du wieder irgendwo ein, durftest du rein spawnen und durftest wieder neu anfangen. Irgendwann lernt man's. Irgendwann, auch bei der Xbox, kapierst du irgendwann, wie du um den Gegner rumkommst. Und unsere Gegner sind wir immer quasi selber. Aber das, was bei euch die Aliens oder die anderen Soldaten oder die Zombies sind, die ihr abknallt, das sind eure Probleme. Geht mit euren Problemen so mit. Hey, die Jungs zocken hier die ganze Zeit Black Ops 2. Und ich sitze daneben, guck's mir an und erinnere mich daran, dass ich ohne den einen von den beiden das Online-Gaming nie entdeckt hätte. Da saß ich daneben und hab gesehen, hey Scheiße, das, was die da machen, im Multiplayer-Modus, ist nichts anderes, als was du hier auch machst. Es geht um nichts anderes beim Zocken, um im richtigen Moment den richtigen Knopf zu drücken. De facto läuft es darauf hinaus. Und ich habe gesehen, dass bei mir nichts anderes ist. Ob ich an meinem Computer sitze oder ob ich mir gerade eine Gabel mit was zu essen im Mund schiebe, was quasi analog ist zu einem Knopf auf dem Druck, ja, Druck auf den Knopf. Das ist ja ein Impuls, dem folge ich. Und genauso folgt diesem Impuls, den wir über den Controller sitzen, vor der Xbox sitzen, den Impuls, den wir über den Controller geben, ist ausschlaggebend für die Bewegung, die die Figur auf dem Bildschirm als nächstes macht. So, und der Bauchi ist meine Figur auf dem Bildschirm. Und egal, welche Meinung über ihn irgendwie existent ist, die sind alle wahr. In jeder Realität ist das Bild, was du gerade von mir hast, ist völlig real, ist absolut wahr, aber ist ein Spiegelbild. Du siehst dich eben deswegen, weil mich ja jeder anders sieht. Ne? Und ich sehe auch jeden auf meine Weise, weil ich kann ja nur in den anderen rein interpretieren, wir sind ja alle nur eine Schwingung. Ne? Wir sind ja nicht diese Körper, haben wir ja langsam begriffen. Dass ich in den anderen immer nur das rein interpretieren kann, was ich selber kenne. Oder was ich nicht kenne, also was kein Teil von mir ist, das kann ich nicht interpretieren. Das kann ich kennenlernen durch weitere Erfahrungen. Aber bis dahin halt eben nicht. Das heißt, wir sehen uns alle tatsächlich immer selber. So, und das ist in der letzten Zeit, habe ich Gelegenheit bekommen, mir einen so anschaulichen Unterricht reinzuziehen, in dem man sehen konnte, wie sehr Menschen anderen Menschen Dinge an den Kopf knallen, mit richtig unfreundlichen Worten, die sie permanent selber machen. Und da sehen wir uns im anderen tatsächlich, wenn uns was an jemandem stört oder wenn wir uns gefallen, ist scheißegal, aber wir sehen dann, aber wenn was stört, dann stört es dann halt eben. Und dann gibt es immer Knase. Warum ist das so? Hey, also man kann das Ganze ganz sachlich sehen. Wir sehen uns tatsächlich.